Da ist Kevin. Hi. Was los? Was wollen die jetzt von mir? Hallo, ich bin Balui. Balui, was machst du hier in der Stadt? Ja, Alter, ich hab die scheiß Mobfarm gesucht. Und dann war da ein Loch und ich dachte, da wäre die Mobfarm. Und ich dachte, da wäre ein Leiter. Bist du nicht irgendwie Teil der Rebellion oder so? Nicht, warte, also, Balui, hör nicht mal ganz so genau zu. Was? Hörst du? Wir haben jetzt vor, Revi anzugreifen. Hast du verstanden? Und du wirst mitmachen. Wir, ja. Nein. Ja, doch. Wir, ja, wir drei auf jeden Fall. Doch. Die sind nicht mehr. Wo ist Basti? Ist der auch dabei? Nein, der ist auf Revis Seite. Der war nie auf unserer Seite. Ja. Seid ihr dumm? Ich geh doch nicht gegen Basti in den Krieg. Dir bleibt keine andere Möglichkeit, weil wenn du jetzt nicht mit uns angreifst, dann töten wir dich einfach und nehmen dein Equipment weg. Und sprengen dein Turm. Nicht nur, dass wir dich töten, dein Equipment wegnehmen, dein Haus wird nicht mehr da sein, du wirst keinen Frieden mehr in dieser Stadt finden. Ich kann nicht gegen Basti spielen. Seid ihr dumm? Ich habe mit ihm so viele Abenteuer erlebt. Ja, ja. Du musst dich jetzt wohl entscheiden, Basti. Ja, ich renn weg, ich versuch's erst mal weglaufen. Nein, bleib stehen. So, und du hast jetzt die Option, dass dein geliebter Feuermagierturm bestehen bleibt. Oder wir werden das ganze Ding in die Luft sprengen. Und das willst du doch bestimmt nicht riskieren, oder? Ja, und das heißt, was muss ich jetzt machen? Du bist einfach mit uns kämpfen. An unserer Seite. Einfach gegen Revi kämpfen. Das heißt, ich muss mich entweder Pest oder Cholera anschließen. Aber ich würde gerne dahin gehen, wo Basti ist. Einfach nur so, weißt du... Ja, du kannst ja auch Basti dahin holen, wo du bist. Ich will, glaube ich, mal machen. Stimmt, Schild ist echt geil. Der ist wichtig. Das ist echt wichtig. Was? Warum hast du mich abgeschossen? Nein, hab ich nicht. Das war Doch, Aua. Du warst der Einzige, der hinter mir nicht. Stand. Ich hab... Nein, ich musste meinen Bogen gucken, auf, ob Balui. Der... Ey, wenn ich jetzt verrecke, ne, dann war's das. Nein, ihn nicht, wir brauchen ihn, Kevin. Ich hab doch nur geguckt, ob meine Bogensehne noch richtig funktioniert. Ja, und da schießt du jemanden anderen Nein, extra ich wollte an dir vorbeischießen. Ja. Ich hab mich vertan. Also vertan. Balui, noch mal so ein Ding und dann kriegst du dafür direkt ein TNT schon mal in deinem Turm. Oh. Überleg dir das gut, was du als nächstes hier tust. Hey, Balu, ich kann dir einfach nicht vertrauen, ne? Guck mal! Hä? Ja, seht ihr, Basti nimmt mich in Schutz. Schreib doch mal, ob die Waffen für Frieden Ja, schreib wollen. Doch mal, warum schreib können wir nicht mal. In Frieden leben? Ja. Ja, guck mal, ne? Dann wird mir unterstellt, Petra führt nur zu Krieg. Guck mal, die werden doch sagen, nö, wollen wir nicht. Schreib doch mal. Ach Mann, Leute. Guck, glaub mir, die werden jetzt sagen, nee. Dave sagt er nein. Nein. Oder die antworten gar nicht, einen auf den wir... Guck mal, einen von beiden. Ja, super. Seht ihr? Ihr seid nämlich die Bösen. Das muss wieder sein. Balui, hör auf, mich zu schlagen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin hängen geblieben. Ja, das glaube ich ja, dass du hängen geblieben bist. Balui, sag jetzt, wo das ist, Digga. Töten wir den einfach. Wir sind in der Überzahl. Hey, hast du mich gerade gesagt? Nein, das war ein Schneeball. Ich hab den Schneeball in den Nacken geworfen. Das siehst du, hat er eben auch schon bei mir gemacht. Nein, das war ein Schneeball. Alter, Leute, ein Schneeball ist doch da. Da ist ein Wasserfall. Ich seh's schon, Leute, können wir nicht erstmal mit denen reden? Bitte, ich geh auch alleine vor. Die haben schon einen Fall geschossen. Chill, hey, die schießen voll. Hast du gesehen? Ja. Die haben schießen direkt auf uns, ja? Nein! Die haben einen Eisbären erschossen wollen. Kevin, wo bist du? Ah, du bist auf deiner Verteidigung. Hast du geschossen? Nee, ich hab noch nicht. Schieß doch nicht. Hallo? Wenn wir das TNT von hier unten treffen, dann könnten wir auf jeden Fall... Hallo? Jemand hat geschossen. Es schießt jemand auf mich. Was soll denn das? Ja, die schießen. Die schießen. Boah, oh. Die sind alle dort oben. Boah, die schießen. Ey, wenn wir das TNT treffen... Oh, ja, oh fuck. Ja. Hab ich das getroffen? Ja, ich hab's getroffen. Nicht. Das ist die Maus. Oh, no. Lass das TNT abschießen. Die laden abschießen. Das nach. Oh, Alter. Mein Gott. Vorsicht. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Oh, shit. Schießen die das zu uns? Ja. Und die wollten Frieden, genau. Das ist, die meinen das nicht so. Ja, die meinen das nicht so, genau. Da schießen die TNT. Ey, wie weit? Ey, das kommt bis hier nach unten, ja, ne? Ja, ich weiß. Versuch das zu treffen, und damit ihre Burg kaputt geht. Wir müssen näher ran, Ja, ey, und pass auf, dass sie die nicht dich treffen. Wir haben doch was von der kaputt gemacht quasi, ne? Ja. Voll geil. Und oh, 10. Nein. Oh, shit. Es kommt direkt zu mir. Pass auf. Nicht auf mich schießen, nicht auf mich. Ja, ich hab einer nicht. Hier. Hast du getroffen? Das macht so Spaß. Oh, shit. Alter.
Warte, dort ist noch TNT. Oh, schießt das TNT immer ab, wenn sie es direkt setzen, ne? Ey, das Geile, die Flamebogen jucken gar nicht, weil wir Feuerresistenz haben. Sie haben mich getroffen. Ich gehe so ein bisschen nach oben, ne? Ja, ich habe einen getroffen, ich habe einen getroffen. Ich habe auch einen getroffen. Ja, chill. Geh nicht so weit, geh nicht so fern nach vorne, komm wieder ein bisschen zurück. Okay, chill. So, die können uns besser von oben treffen. Ich esse mal. Ah, fuck. Warte, dort oben rechts ist Revi. Irgendwer schießt auf mich. Ja, siehst du sicher noch Basti? Oh, der. Ich habe auch noch jemanden getroffen. Die laden die Kanonen nach. Warte. Das TNT. Guck, es fliegt nie. Ich hab's, glaub, getroffen. Es fliegt wieder nach unten. Ja, ja, ich hab Revi getroffen. Okay. Revi schießt mit dem Bogen. Boah, was für eine epische Schlacht, Junge. Alter, das war richtig Spaß. Das war richtig Spaß. Ich hab Revi nochmal getroffen. Das macht richtig Spaß. Junge, wir nehmen die Burg ein jetzt. Los, Leute. Wir destroyen die jetzt, ey. Wir müssen sie vernichten. Ich hab nochmal getroffen. Von oben, die haben bessere Position, was für ja, Bogen natürlich ich haben die bessere Position. Ich hab jemanden runtergeschossen. Es ist nicht extra, ich werd gezwungen. Ich hab gerade eine Enderperle verworfen. Pass auf, chill. Okay, Zombie. Ich hab echt wenig Herzen gerade, ne? Er ist ein Goldapfel, aber die machen mir echt gut Schaden. Ja, ich hab keinen Schusssicher. Ich hätte mir Schusssicher Rüstung machen sollen. Ich hab einen getroffen, nice. Aber mein Bogen. Ich bin Half-Life. Ich bin richtig nah an der Burg dran. Oh, Leute. Tinus, ist doch ein Goldapfel. Ja. Ah, ja, hab ich. Ja, stimmt, danke. Ja, Digga. Aua. Benutzt dein Schild. Boah, der ist weh, ne? Ich bin auch unten. Ich bin unten an der Burg. Ich will das nicht. Du willst das. Ich seh die. Okay. Ist einfach nicht okay. Hey, Stärke trinken. Ah, ja, stimmt. Digga, das ist ein bisschen wie Schaden, die machen. Aber Bogenkampf macht keinen Unterschied. Denn diese Burg ist schon zum Teil kaputt. Ja, ich sehe hier unten, es schießt jemand durch. Alter, ich brauche einen Goldapfel nochmal, ey. Ich bin schon wieder auf 5 Herzen. Dort schießt jemand. Oh, da habe ich einen gut getroffen. Ich brauche eine. Hat einer eine Spitzhacke? Nein, ja, nein. Ich. Ich brauche eine. Kann mir einer schnell seine ja, geben? Dann kann ich das Tor abbauen. Nein, warte noch. Ich geh mal mit einer Enderperle hoch. Warte, bis ihre Pfeile verschossen haben. Soll ich mit der Enderperle hochgehen? Goldapfel ja, und dann hoch. Aber warte, hier, hast Kevin, du eine Spitzhacke? Hier, nein, komm zu mir. Soll ich mit der Enderperle hoch? Ja, danke. Ich mach das mal, okay? Chill. Ja, geh mal hoch. Nice. Okay, versuch du deine deine Enderperle. Ich bin oben. Okay, ich geh schnell an die Mauer. Warte, Kevin, chill. Warte, ich muss gappeln. Was denn? Spring runter, notfalls. Hast du einen Wassereimer? Lol, es leckt bei mir. Die schlagen mich zu dritt. Ja, ich versuch reinzubauen, ja? Okay. Warte, ich treff die voll schlecht. Ja, komm runter, Digga, mit Enderperle. Warte. Oh Gott. Oh, ich hab das, als ob du diesen Move gemacht hast. Ich baue das okay. Vor uns auf, ja? Kevin, warte, was machst du da? Ah, hups, was? Ist irgendwas passiert? Kevin, wer ist nicht schlauer, unten drunter herzubuddeln? Ich kann es nochmal riskieren. Kollege? Warte, chill. Okay, warte, ich bin schon wieder. Alter, ich bin auf ein Herz. Zweimal. Shit. Nimm drei Regeneration hier. Was ist passiert? Was passiert, Kevin? Alter, die haben. Die Nein! Eine Falle gehabt! What the fuck? Wo? Balu ist auch runtergefallen. Nee. Oh, renn. Was, willst du dich schon zurückziehen? Ja, chill, warte, wir müssen hier ganz dringend gestorben. Revi ist auch gestorben. Nein. Schieß weiter, Schuss. Oh, fuck. Oh, fuck, shit. Nimm. Problem ist, Balu, bist du jetzt auf deren Seite? Nein. Wie denn ich mir verreckt, du Junge? Mann. Ey, Zinus, ich weiß nicht, ob das was wird, ne? Ich glaube, zu zweit schaffen wir das nicht gegen drei. Warte doch auf uns! Sterben, ey, sonst haben wir gerade gar keine guten Krieger mehr. Ich glaube, das wird nichts. Auch wenn die ganze Zeit dumm sterben, die sind halt in ihrer Basis. Die haben halt Heimvorteil, ne? Ja, ich glaube, da kommen wir nie. Leute, hast du keine Chance, ne? Die Leute, die nicht wissen, was Heimvorteil ist, die haben Vorteil, weil die in ihrer Heimat sind. Oh. Hallo! Ach, jetzt kommt er mit seiner Kühe. Guck mal, jetzt wie er gleich reden wird. Hör mir zu, wie er gleich reden wird. Er fühlt sich gerade so geil. Get fucked, Alter. Get fucked. Patrick! Patrick, ich schwöre es dir. Hör mir zu. Ganz ehrlich, ne? Also nochmal vorweg. Das hat richtig Spaß gemacht! den Krieg gewinnen wir! Ey, Junge, willst du nicht? So einfach kommst du nicht davon. Aber erstmal no joke! Patrick, als du die Hunde gesehen hast, wie du gelaufen bist! Du Loser, Mann!
Ach, Kacke, Alter. Und Petrit, was war das mit Baluil? Der hat sich in unserem Gebiet umgetrieben. Ja. Also, was soll das denn? Wir haben mir gedroht, meinen Turm zu sprengen. Nee, wir haben ihn nicht gefoltert. Wir haben ihm noch nicht mal was angetan. Nee, gar nicht. Er hat dann gesagt, er hat versucht, die Leine zu singen, aber irgendwie. Er hat gefoltert mit seiner Anwesenheit. Petrit. Was? Ja, mein Freund. Das Schöne ist einfach, dass du verloren hast. Ja, fühlt sich das gut an, oder was? Genieß deinen Erfolg. Basti, er wird nämlich nur Basti, warte. Sein, mein Auf jeden Fall. Basti, hier. Komm, weil nächstes Mal wissen wir, wie wir uns vorzubereiten haben. Baluil. Okay, Jungs. Meint ihr nicht, dass wir nächstes Mal vielleicht noch Basti, krasser werden? Wir gehen zu Basti. Oh, pass auf ihn. Baluil ist bei uns. Ja. Ich bin bei euch. Baluil. Der Verräter. Schön, Petrit, wie die Leute noch davonlaufen. Ja, er wird schon sehen. Oh, Petrit. Ja, du hast den Baluil. Ey, habt ihr euch gekämpft, ihr habt alles gemacht, was ihr wolltet. Denk an deinen Turm, Baluil, ne? Unsere Worte. Ja. Baluil, hi. Wenn Baluil sich der Rebellion anschließen möchte und Baluil, wenn du jetzt hier hoch und heilig schwörst, dass du auf ewig der Rebellion... und Basti schwört mir die Treue, dein Wort ist mein. Baluil, du bist herzlich willkommen. Okay, Baluil, du wirst sehen. Ja, Baluil, ja, ich weiß, was hier bei mir wohnt. Es gibt genug Leute, die ich auf meiner Seite habe. Ja. Hat mir Revi geschenkt. Cool. Petrit. Ja.